Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Das heißt, Sie können Fragen stellen, nicht nur zu diesen Themen, die wir ja jetzt bereits gesprochen haben, sondern was Sie als Anwender hier wirklich wissen wollen. Sie haben hier drei Hochkaräter, Sie haben hier drei Experten hier, die Ihnen die auch richtig gut beantworten würden. Nicht alle auf einmal, nacheinander bitte. Genau, einer fängt an. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht beantworten, weil das ist schon längere Zeit zurück wieder. 100.000, 1 Million, 500.000. Wir werden eher bei den 500.000 sein. Wenn ich was ergänzen darf, es hängt sehr vom System ab. Also Herr Limberger hat auch nachgerüstet. Es hängt sehr vom System ab, wo die Investkosten sind. Wer will noch was wissen von unseren Experten? Bitte sehr. Eine Frage an den Herrn Arzt von der Firma Goldhofer. Wenn Sie sagen, Sie schneiden viel oder Sie verwenden viel Feinkornbaustähle oder hochfeste Baustähle, wie geht das klar mit der Grobkornzone in der Schnittfuge bzw. in der Phasevorbereitung? Müssen Sie dann eine thermische Nachbehandlung machen oder nachher doch abschleifen? Also wir schneiden verzunderte Bleche, also wir haben eine Freilage, Bleche kommen an, wir schneiden verzunderte Bleche und wir strahlen alles nach dem Schneiden. Und wir strahlen auch nach dem Schweißkantenbearbeitung. Und durch das wird die verzunderte Schicht, also wir haben da Versuche gefahren, Verfahrensprüfungen, für uns ist das ausreichend, wenn dann die verzunderte Schicht durch das Strahler abgestrahlt wird und dann verschweißt wird. Also wir schleifen nicht mehr, wir strahlen alles. Also der Strahlvorgang ist nicht nur, um das, auch den Prozess, also den ganzen Fertigungsablauf sauber zu halten. Weitere Fragen, bitte sehr. Sie haben in Ihrer Maschine vorher immer einen Phasenkopf gehabt, haben ein Portal gehabt, sind umgestiegen auf Roboter. Wie sieht es denn aus mit Schwingungen? Der Roboter ist ja doch an sich ein labileres System wie eine Portalmaschine. Habe ich eigentlich keine Erfahrung, weil wir da noch nie Probleme gehabt haben. Ich kann nur sagen, beim Phasenaggregat, er fährt an, er hat eine Kontur und macht die Phase über das ganze Bauteil. Ein Roboter geht her, vermisst jede einzelne Phase. Also er vermisst, wo ist das Bauteil, schneidet die Phase. Er misst wieder am gleichen Bauteil die nächste Phase und schneidet die Phase. Und somit hat der Roboter, also beim Faseranarbeiter, immer die genaue Position vom Blechteil. Wenn ich natürlich jetzt aus einem ganzen Blech was mit einem Faseraggregat rausschneide, ich fange irgendwo an mit einer Phase, schneide weiter, dann kommen die Eigenspannungen vom Blech raus und dann verbiegt sich das irgendwie oder das Blech während dem Schnitt und somit hat der Phasenschnitt nicht mehr die Qualität, wie es am Roboter hat.